das ist jetzt nicht die größte Puppenstube der Welt, sondern? Das ist ein mechanischer Weihnachtsberg. Das ist eine Krippe, wenn man so will, die in den 1880er Jahren oder seit den 1880er Jahren von einem Privatmann gebaut wurde. Und er hat die dann auch jedes Jahr in der Weihnachtszeit aufgestellt in seiner Wohnung. Dieser Weihnachtsberg ist aber eigentlich mehr, denn er zeigt die gesamte Geschichte Jesu und mit den verschiedenen Szenen praktisch wie in einem Film, aber als feste Montage. Zum Beispiel? Von der Verkündigung über die Geburt Jesu bis hin zur Passionsgeschichte und zur Auferstehung. Das kann man alles hier in diesem Weihnachtsberg sehen. Das Besondere an diesem Objekt ist darüber hinaus nicht nur, dass er so sehr viele Figuren und Gebäude hat, sondern dass sich die einzelnen Teile auch noch bewegen. Deshalb also ein mechanischer Weihnachtsberg. Der einzige übrigens, den man in Europa in einem Museum bestaunen kann. Solche Objekte gibt es ansonsten so gut wie gar nicht mehr. Man muss sich vorstellen, dass das natürlich mit der Religiosität der Menschen zusammenhängt, aber auch nur in einer Zeit möglich war, als man sich noch an solchen mechanischen Dingen erfreuen konnte. Irgendwann wurde dieser Berg dann einfach zu groß für die Wohnung. Es war kein Interesse mehr bei dem Privatmann da, bei den Kindern dann. Und der Berg wurde zusammengelegt und verschwand auf dem Dachboden, bis er in den 1980er Jahren wiederentdeckt wurde und restauriert wurde und ergänzt wurde und nun seit einigen Jahren im Museum Europäischer Kulturen steht. Und er ist auch das ganze Jahr zu besichtigen, weil es eben eigentlich um die gesamte Lebensgeschichte Jesu geht. Unser Museum geht zu einem Teil auf eine Initiative von Rudolf Virchow zurück, der im Ende des 19. Jahrhunderts ja sehr bekannt war als Anthropologe, als Arzt und Kommunalpolitiker, der sich in Berlin auch sehr engagierte. Und er erkannte, dass es genauso wichtig ist, die untergehenden Kulturen in Deutschland zum Beispiel zu sammeln und zu bewahren, wie man das bereits mit außereuropäischen Kulturen begonnen hatte. Man muss sich vorstellen, dass es eine Zeit war, als in Deutschland, in Mitteleuropa überhaupt, die Industrialisierung sehr stark voranschritt. Und dafür Menschen gebraucht wurden, die in den Fabriken zum Beispiel arbeiten. Und diese Menschen kamen überwiegend aus dem ländlichen Milieu. Sie gaben ihre traditionelle Lebensweise auf und hatten quasi ihre alte Kleidung, ihre Schmuckstücke und so weiter, ihre Arbeitsgeräte übrig. Die brauchten sie in der Stadt nicht mehr. Sie wollten auch nicht in Tracht in der Stadt erscheinen. Und so war die Idee von Rudolf Virchow sehr fruchtbringend. Eine Probesammlung im ländlichen Bereich ergab sofort einen ganzen Schatz, ein ganzes Konvolut an Objekten, die Menschen sehr gerne an dieses entstehende Museum gaben. Und darauf beruhen unsere Altbestände, auf diesen Sammlungen aus dem 19. Jahrhundert.
Das Spezifische unserer Museumssammlung ist aber auch, dass wir bis in die Gegenwart sammeln. Wir machen also heute genauso weiter, wie das schon Rudolf Virchow früher begonnen hatte. Diese drei Damen, was haben die uns denn hier zu sagen? Wir beschäftigen uns ja seit vielen Jahren mit dem Thema der Migration in jeglicher Form. Und so kam auch eines Tages die Präsidentin von Rete Donne Berlino, dem Frauennetzwerk italienischer Frauen in Berlin, zu uns und stellte sich und den Verein vor, der aus jungen Italienerinnen besteht, die überwiegend künstlerisch tätig sind, kreativ tätig sind und die nach Berlin gekommen sind, weil sie hier ihre Kreativität ausleben möchten und auch können. Und wir haben gemeinsam beschlossen, in der Dauerausstellung unseres Hauses eine Sonderausstellung mit einzelnen Objekten dieser jungen Italienerinnen zu integrieren. Die Kunstwerke gab es anfangs noch nicht, sondern die italienischen Frauen haben auf Objekte, Objektgruppen in der Dauerausstellung reagiert und haben Arbeiten geschaffen, die sich mit dem Thema der Ausstellung auseinandersetzen. Diese drei Frauen, diese drei Schachteln, gehören zu einer Installation von insgesamt 10 Schachteln, die 10 junge italienische Frauen präsentieren mit ihren Ideen, mit ihren Motiven nach Berlin zu kommen, was ihnen an Berlin gefällt, erzählen sie auch, was ihnen eventuell nicht gefällt, aber eben warum sie hier sind und wie sich ihr Leben jetzt gestaltet. Sie haben Objekte zur Erinnerung mitgenommen aus ihrer Heimat, die für sie von besonderer Bedeutung sind und die kann man in den Schachteln sehen. Und wir erfahren, dass Silvia Bonaparte strickt. Sie strickt, man sieht das hier ja auch sehr schön auf dem Foto, sie hat so etwas an. Und so haben alle Künstlerinnen, die hier beteiligt sind, sich mit ihrem jeweils spezifischen Handwerk, Kunsthandwerk oder künstlerischer Äußerung dargestellt, was unsere Ausstellung insgesamt sehr belebt und vor allen Dingen auch es ermöglicht, mal aus einer anderen Perspektive auf bestimmte Objekte zu schauen. So, jetzt haben wir hier ein gesamteuropäisches Kunstwerk. Ja, wir haben ja diesen Raum, in dem wir uns hier befinden, der Verortung gewidmet. Und das geht über von der lokalen Verortung bis hin zu nationalen Grenzen. Aber wir schauen natürlich auch auf die europäische Verortung. Und da wir ein Museum der Alltagskulturen sind, versuchen wir nun diese europäische Verortung am Beispiel von Kleidung darzustellen. Es gibt aber keine europäische Einheitskleidung oder Tracht. Wird es auch hoffentlich nie so geben. Wir haben deshalb einen Künstler gebeten, einen Modedesigner, Stefan Hahn, der auch in Berlin lebt und der bekannt ist für seine Arbeiten, für die er recycelte Materialien benutzt. Und so hat er sich inspirieren lassen von unserer Textilsammlung, die wir im Haus haben, und hat sich in Anlehnung an Trachtenschnitte, an historische Trachtenschnitte, verschiedenste Materialien gesucht,
überall, die überall aus Europa, aus verschiedenen Regionen Europas kommen. Rauben sehe ich da. Ja, dieses Mieder, das ist ein Geschirrtuch aus Frankreich und die Schrauben sind von irgendeinem Baumarkt. Dann gibt es diese... Die Ärmel als Landkarte. Die Landkartenärmel mit den roten Strichen, Straßen als Adern quasi. Oder die Hosen des europäischen Mannes sind aus Plastiktüten, die er aus verschiedensten Regionen gesammelt hat, hergestellt. Knöpfe aus Kronkorken, Bierflaschen. Und auch an der Bluse, an dem Hemd sehen Sie die Verschriftlichung der Europahymne, also Beethoven. Und so. Und den Gürtel natürlich nicht zu vergessen. Das sind Münzen, die jetzt nicht mehr in Gebrauch sein dürfen, nicht mehr in Gebrauch sind, aber aus den verschiedenen europäischen Regionen vor der Einführung des Euro stammen. Und damit haben wir also wirklich auf ganz viele, auf ganz vielen Wegen eine europäische Alltagskultur verallgemeinert, die außerdem aber auch noch zugleich ein sehr schönes künstlerisches Objekt ist. Hätten Sie so einen Wunsch, wo Sie sagen würden, würde mich freuen, wenn die Besucher hier mit diesen Gedanken aus dem Museum wieder rausgehen? Wenn es uns gelingt, zu belegen, dass keine Kultur autark besteht, sondern immer durch Vermischung verschiedener Kulturen entstanden ist und man das sehr gut leben kann, das auch in der Regel tut, ohne es zu bemerken, dann wäre das etwas, was vielleicht auch mithilft, dass man nicht Angst vor dem Fremden, vor der Fremde hat, sondern auch gut miteinander leben kann.